dem Verstand keine Aufmerksamkeit schenken. Eine Sache möchte ich sagen, also ich habe total mittlerweile total, irgendwie habe ich mit den meisten Menschen überhaupt nichts mehr gemeinsam. Und ich habe auch, also wenn ich meine nichts mehr gemeinsam, ist halt eben das durch das Erwachen da einfach eine andere, ganz andere Schwingung da ist. Und diese Verstandsebene, auf der die komplette Gesellschaft basiert, da bin ich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Und damit kann ich gar nichts mehr anfangen. Und deswegen war es auch total richtig und wichtig, dass ich überall die Kommentare ausmache. Weil das mit mir einfach überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also da, wo sich die Menschen befinden, befinde ich mich nicht mehr. Es ist bei mir wirklich, ich kann jederzeit einfach ultra still sein und einfach nur in die Wahrnehmung fallen, mich lassen, da wo ich wirklich bin, das, was ich wirklich bin. Und die Fragen stellen sich mir gar nicht, weil viele Menschen immer so Fragen haben. Die stellen mir auf Instagram irgendwelche Fragen und so. Oder haben irgendwelche, ja, wollen irgendwas wissen oder so. Und das zum einen und zum anderen auch, sind da auch sehr viel pubertäre Leute halt auch dabei. Jetzt nicht auf Instagram, aber halt auf, wo früher in den Kommentaren waren, die noch immer ihren Weg zu irgendwelchen Videos finden. Und ich merke, das ist tatsächlich vorbei. Also die Kommentare werden nie wieder aufgehen, weil ich total davon weg bin. Also ich genieße immer mehr dieses einfach nur Wahrnehmen. Und dann brauche ich den Rest gar nicht. Und wenn jetzt jemand mir eine Frage stellen will, ich habe ich immer die gleiche Antwort. Wenn du mir irgendeine Frage stellen willst über Instagram, lass die Frage einfach los, lass den Verstand los, sitz einfach in der Stille. Warum kannst du das nicht? Ja, das musst du dich fragen, warum kannst du das nicht? Und sitz einfach in der Stille. Tja, einfach in der Stille sitzen. Du brauchst gar keine Fragen und gar keine Antworten. Du brauchst tatsächlich gar keine. Denn du bist nicht die Person. Und die Stille, das Sein, das hat keine Fragen und keine Antworten. Und alles, was kommen muss, kommt dann zur richtigen Zeit, im richtigen Impuls. Sehr windig hier in Occitanie. Das habe ich schon vermutet, gut zu wissen. Aber es ist auch April. Muss man wissen, wie es in den anderen Monaten ist hier. Ich war über den Sommer noch nie in Südfrankreich. Wird interessant. Okay, das war's jetzt erstmal.